Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Falls du schon länger auf meinem Kanal bist, weißt du, dass ich eine Person bin, die es sehr gerne ordentlich hat. Also Ordnung und Organisation ist für mich sehr wichtig. Und darum geht es auch heute in diesem Video. Ich habe ja schon oft über digitale Organisation oder um Planungsorganisation geredet, aber heute reden wir über unser Zimmer. Das heißt, wie können wir unser Zimmer ordentlich halten und wie räumen wir es am besten auf und wie schaffen wir, dass es aufgeräumt bleibt. Und darum geht es heute. Ich habe schon mal ein Video gedreht und mich mein ganzes Zimmer ausgemistet habe. Das findest du hier oben. Ansonsten kann ich noch ein paar andere Videos verlinken zum Thema Aufräumen. Also hier kannst du mal gucken, da sind noch Videos von mir. Aber heute geht es wirklich darum, wie schaffen wir es, dass unser Zimmer ordentlich bleibt. Let's go! Okay, Tipp 1, wie dein Zimmer immer ordentlich bleibt, ist es direkt wegzuräumen. Das heißt, wenn du irgendeine Sache siehst, die da nicht hin soll, oder wenn du irgendeine Unordnung siehst, räum es sofort weg. Die Sache ist nämlich, wenn du eine Sache öfter siehst, heißt, wenn du diese Unordnung öfter siehst, dann wird diese Hürde in deinem Kopf immer größer und diese Hemmungsschwelle, es zu machen, wird in deinem Kopf auch immer größer. Das heißt, räum es einfach sofort weg. Also mehr Prokrastination. Und je öfter du prokrastinierst, ich kann dir sagen, je öfter du es aufschiebst, sagen wir es so, je öfter du es aufschiebst, wird die Aufschiebung immer größer. Oh Gott, ich kann kein Deutsch. Der nächste Punkt auf meiner Liste heißt, bei extra Zeit sofort aufräumen, was erstmal ziemlich komisch klingt, aber ich habe dazu eine Story. Und zwar hat meine Mutter mir immer früher gesagt, oder sagt mir immer, wenn wir zusammen kochen oder backen, hey, wenn du es gerade nicht brauchst, räum es sofort wieder weg, weil sonst ist die ganze Küche vollgeladen. Und der wichtigste Tipp von ihr war immer, beim Kochen sofort die Sachen wegräumen. Eigentlich ist es auch so darauf aufbauen, auf dem ersten Punkt, dass man es einfach sofort wegräumen sollte, wenn man was sieht, da die Hürde einfach immer größer wird in deinem Kopf. Und wenn du sofort aufräumst, aus den Augen, aus dem Sinn. Okay, die nächste Sache ist ziemlich offensichtlich und noch simpel, aber ich will sie auch nochmal erwähnt haben. Und zwar ist es, dein Zimmer auszumisten. Es ist eine logische Schlussfolgerung, dass wenn du weniger Sachen hast, du auch weniger aufräumen musst. Und ich finde es sowieso schwierig, wenn man viele Sachen hat, die man gar nicht braucht, weil die Frage ist ja, wozu brauchst du es dann oder warum hast du das eigentlich? Ja, und da kommt dann eigentlich der Minimalismus wieder ins Spiel. Also ich bin ja, wie ihr wisst, Minimalistin, wenn man sich so bezeichnen kann. Und ich habe dazu auch einige Videos auf meinem Kanal, könnt ihr gerne vorbeigucken zum Thema Minimalismus und zum Thema nur das haben, was man wirklich braucht und zum Thema lebe dein Leben. Also beim Ausmisten resultiert, wenn du weniger hast, dann musst du auch weniger aufräumen. Du weißt, wo alles hinkommt, das ist auch mein nächster Punkt gleich, Achtung. Und du siehst alles, du weißt ganz genau, was du hast. Und das ist einfach so befreiend. Und wie ich gerade schon leicht angeschnitten habe, ist mein nächster Punkt, jede Sache hat seinen Platz. Das ist so eine richtige Basic, nur noch 15 Sachen, die jede Mutter sagen würde. Jede Sache muss einen Platz haben. Aber es ist doch logisch. Es ist wirklich logisch. Wenn du genau weißt, wo etwas hinkommt, erleichtert es dir das Aufräumen einfach total, weil du die Sachen siehst und du weißt, okay, ich räume die jetzt wieder dahin, wo sie hingehören. Und perfekt. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingstipp und zu meinem Tipp, der mein Leben erheblich geändert hat. Und zwar ist es das tägliche Aufräumen. Jetzt denkt euch safe so, oh mein Gott, geh mir weg damit, ich möchte nicht jeden Tag aufräumen. Aber keine Sorge, ich meine nicht, dass ihr jetzt jeden Tag einen Frühjahrsputz machen müsst und eure Wohnung komplett ausmisten müsst und alles säubern müsst, Betten abbeziehen müsst. No way. Ich meine damit, dass du jeden Tag vielleicht vorm Aufstehen oder vorm Einschlafen dein Zimmer ein bisschen aufräumst. Für 5 Minuten, für 10 Minuten, wie auch immer du möchtest, wie lange du brauchst. Ich mache es jeden Morgen für 5 Minuten, einfach weil ich es auch nicht sehen kann, wenn mein Zimmer unordentlich ist. Ich bin so richtig, wenn ich mich jetzt sehen würde, wenn ich jetzt ihr wäre, wenn ich jetzt du wäre, ich würde mich voll komisch finden. Wenn ich so sage, ja, alles muss aufgeräumt sein, ich wirke wie so richtig verklemmt, perfektionistisch. Ich bin eigentlich gar nicht so. Aber trotzdem finde ich es besser, wenn mein Zimmer aufgeräumt ist. Naja, und deswegen wollte ich eigentlich nur sagen, räumt jeden Tag für 5 Minuten auf und so bleibt euch dieser Haufen an Arbeit erspart, weil ihr jeden Tag ein bisschen von dem Haufen wegräumt. Versteht ihr? Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, mein letzter Tipp wäre auch noch, falls ihr ein YouTube-Video guckt, wie das hier gerade, könnt ihr dabei aufräumen. Ich mache es eigentlich voll auf, wenn ich irgendwelche Videos gucke, bei denen man nicht zwingend auf den Bildschirm gucken muss, sondern wenn diese Person nur irgendwas erzählt, wie ich jetzt gerade, dass ich dabei irgendwas anderes mache, wie aufräumen. Multitasking-fähig. Eigentlich bin ich nicht wirklich so ein Fan von Multitasking, weil ich immer so denke, die Sachen, die man macht, sollte man achtsam und jetzt in dem Moment machen. Aber bei Aufräumen und YouTube gucken, das kann man schon mal vereinen. Und ich mache so eine wilde Gestikulierung.
ja, das war jetzt mein Video für heute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne aufräumt, weil es gibt wirklich Leute, die räumen super gerne auf. Falls ihr eine dieser Personen seid, herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir, das ich momentan jeden Tag hochlade. Also bis morgen, habt noch einen schönen Tag. Bye!